Die Jännerkälte liegt über den Hügeln der Ausläufer des Bisamberges bei Hagenbrunn. Jetzt ist es Zeit, sich Gedanken über die Qualität des zukünftigen Jahrganges zu machen. Noch vor dem Austrieb im Frühjahr wird durch den Schnitt in mühsamer Handarbeit neben der Qualität auch die Quantität bestimmt. Der Rebstock verliert dabei etwa 90% seines Holzes. Jeder einzelne Schritt ist entscheidend, aber natürlich ist der Rebschnitt schon ein gewisses Fundament. Weil mit dem Rebschnitt entscheide ich ja schon, wie viel Knospen ich haben will, die austreiben und dann Trauben trage. Ja? Das heißt, je mehr Knospen ich belasse, umso mehr Ertrag habe ich potenziell. Ja? Wenn ich schon mehr wegschneide, dann habe ich weniger drauf. Wenige Kilometer weiter in Enzersfeld ist Hermann Haller damit beschäftigt, den Wein zu filtrieren und in Flaschen abzufüllen. Auch das gehört zur Winterarbeit des Winzers. Die Arbeit wechselt auch bei Hermann Haller ab. Ist die Kellerarbeit abgeschlossen, geht es wieder hinaus in den Weingarten. Und jetzt im Winter ist der Rebschnitt, das heißt Vorbereitung eines Qualitätsschnittes, dass der Ertrag geregelt ist. Und immer mehr Arbeit braucht ja der Verkauf und damit auch das Weinmachen im Keller, das Keltern, damit man feine, fruchtige Weine macht. Das heißt Hefe aufrühren, dann von der Hefe abziehen, die Fässer sollen immer voll sein, Hygiene ist das Wichtigste. Denn wenn man das berücksichtigt, benötigt man auch weniger Zusatzstoffe bei der Produktion. Der Vertrieb verlangt auf der einen Seite viele Kontakte, um in diversen Verkaufsregalen zu landen. Auf der anderen Seite setzen immer mehr Winzer auf die Selbstvermarktung, die zwar aufwendiger ist, aber mehr an Ertrag bringt. So macht sich Herr Haller heute wieder mit einer neuen Lieferung auf den Weg zu einem Kunden. An einem nasskalten, nebeligen Februartag sind wir bei Familie Rennhofer in Höbenbach gelandet. Senior und Junior Rennhofer müssen heuer noch rechtzeitig vor dem Austrieb rund 6500 Obstbäume schneiden. Natürlich alles von Hand aus. Wie beim Rebschnitt entscheidet auch hier der fachgerechte Schnitt über Qualität und Ertrag. Viel Können ist notwendig, das man sich aneignen muss. Ja, mit der Praxis. Ich tue jetzt schon 50 Jahre. 73 bin ich, gut, mit 20, da habe ich schon angefangen, mit 16 Jahren. Und seitdem durch die Baumschneiden, nicht? Da haben wir erst, wie der Martin dann gekommen ist, nicht? Haben wir angefangen, die 80er Jahre haben wir das da gesetzt, Anfang der 80er Jahre, und dann bützt die alle Bewehre, nicht? Und durch die Spindelerziehung der Bäume vereinfacht man die Arbeitsschritte und steigert den Ertrag. Doch es wird immer schwieriger mit dem Absatz. Was ein ganz großes Problem ist, glaube ich, sind die Sanktionen mit Russland zurzeit. Die was eigentlich sehr viel Schaden anrichten in der ganzen Obstwirtschaft in Europa. Ja, man muss sich halt für seinen Betrieb, glaube ich, das außerholen, was zum Außerholen ist. In Niederösterreich werden rund 800 Hektar für die Apfelproduktion genutzt. Pro Hektar erntet man etwa 30 Tonnen Äpfel. Familie Rennhofer bietet ihren Abnehmern 8 bis 10 unterschiedliche Sorten an. Zum einen beliefert man gleich nach der Ernte Großabnehmer. Zum anderen setzt man auch auf den Abhofverkauf. Die wetterbedingten Umstände des Vorjahres haben den Ertrag der Obstbauern in manchen Gegenden um bis zu 46% reduziert. Martin Rennhofer hat den Betrieb 2007 vom Vater übernommen und sich in eine Nische gesetzt, die er in Zukunft noch weiter ausbauen will.